الأسئلة ما تتكررش Wie wir gesagt haben, dann bitte die Frage nicht wiederholen. المستر كولر هيتكلم الأول وبعد كده هروح أرد. Mr. Kohler wird zuerst dann eine Zusammenfassung zum Spiel und dann könnt ihr dann die Fragen stellen. Ja, wir hatten einen sehr guten Start mit zwei Toren. بدأنا الماتش كويس جدا بجونين. Haben dann vielleicht ein bisschen nachgelassen und der Player hat dann den Anschlusstreffer erzielt. وبعدين ريحنا بعدها شوية كده فالداخلية استغلت الحتة دي وجابوا جون. Dann natürlich auch gedrückt. Sie haben aus meiner Sicht auch frech gespielt. Sie haben versucht, uns unter Druck zu setzen und von Fehlern von uns zu profitieren. وبعدها بدأوا إن هم يضغطوا لعبوا بشراسة ما كانوش فريق سهل وحاولوا إن هم يستغلوا أخطائنا أو يضغطوا علينا عشان نعمل أخطاء وحاولوا إن هم يرجعوا للمباراة تاني بعدها. Aber wir hatten heute mit Karim Furt einen überragenden Spieler in unseren Reihen, der Tore geschossen und vorbereitet hat. لكن احنا كان معانا النهارده لعيب عظيم لعيب رائع في قائمه المباراه كريم فؤاد اللي قدر ان هو يكون نجم النهارده جاب اجوان وصنع كل الاهداف يعني مفيش افضل من كده. Und wir hatten zusätzlich noch weitere gute Möglichkeiten, Torchancen, wo wir natürlich auch schauen müssen, dass wir die irgendwann mal verwerten und nicht so leichtsinnig wegschenken. لكن كمان كان عندنا فرص كتير جدا للتهديف ضيعنا جوان كتير جدا لازم نشوف واقعد مع فرقتي نلاقي حل للموضوع ده لان كان في اهداف منها كتير ضاعت بشكل فيه استهتار شويه لازم هنقعد نتكلم مع الفرقه ونشوف ازاي ان احنا نحول الفرص بتاعتنا الاهداف بشكل فعال اكتر من كده. Aber wir sind froh, dass wir nach diesem Supercup-Spiel, wo natürlich sehr viele Emotionen und Euphorie drin waren, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten und klar gewinnen konnten. لكن طبعا انا سعيد جدا بفوز النهارده لانه بعد ماتش السوبر كان فيه مشاعر وكان فيه احاسيس وكان فيه حاجات ومستوى تاني خالص فبيبقى صعب جدا بعد ماتش زي ده ان اللعيبه ترجع لكن اللعيبه كانت على الموعد النهارده وقدرت انها تكسب بسهوله وطبعا فوز مستحق يعني. حضرتك اللي عايز يسال يتفضل. اتفضل. Ich gratuliere für den Sieg. Man merkt schon, dass es wird immer besser. Also von Anfang der Saison. Heute sieht man, dass man heute besser gespielt hat als am Anfang. Jetzt gibt es dann eine große Pause. Meinst du dann, diese Pause wird dann die Mannschaft davon profitieren? Oder ist es eher ein Nachteil, dass wir, nachdem der Rhythmus da ist, dass wir eine lange Pause machen müssen? Nein, ich glaube, es ist gut, wenn jetzt eine Pause kommt und wir weiter an unserer Idee feilen können und natürlich auch die Kondition noch weiter aufbauen können. Schade ist, dass halt auch immer wieder dann Nationalspieler weggehen und nicht alle vor Ort sind. بالعكس انا شايف انها فرصه كويسه ان انا اقدر اشتغل تاني مع اللعيبه اكتر على افكاري في الكوره على اللي انا عايز اوصله للعيبه لسه قدامي كتير فدي هتبقى توقف كويس بالنسبه لي ان انا اقدر ادي اللعيبه اكتر اللي احنا عايزين نوصل له وكمان احسن لياقتهم البدنيه كمان اكتر من كده خساره ان طبعا هيبقى في بعض اللعيبه الدوليه مش معايا ان هم يستفيدوا من الجرعات اللي احنا هنعملها في الفتره الجايه لكن ده حال الكوره وان شاء الله ان احنا الفتره دي هنستغلها احسن استغلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Gute Besserung und gratuliere für den Sieg. Warum hast du dann die Position von Hussam Hassan dann geändert von einem Stürmer, Neuner, zu einem Flügel? Ja, er ist ja auch Stürmer. Und aber es ist gut, wenn wir verschiedene Positionen haben, also drei, vier auf der gleichen Position. Und von daher. المركز الجناح برضو مركز هجومي فبالتالي ما بعدش قوي طبعا في نقطه تانية ان انا بحاول أنا استفيد من كل اللعيبه عندنا ثلاث لعيبه في نفس المركز ده فهو انا عايزه يلعب وعايز اديله فرصه فبجربه في مراكز مختلفه عشان ياخد فرصه لعب. حد ليه اسئله ثانيه؟ اتفضل. Wir gratulieren dann nochmal und wünschen gute Besserung. Die Mannschaft ist sehr effektiv. Wir kommen sehr gut dann zum Tor. Wir haben viele Chancen.
aber die, es gibt dann viele Verletzungen aktuell, dann fast in jede Position in der Mannschaft. Dann ist es gut für dich, diese Pause dann auszunutzen, dann, bevor dann die intensiven Spiele ab Dezember dann anfangen. Und wo, wie wirst du dann mit diesen vielen Ausfällen die Mannschaft steuern können oder behandeln können? Ja, es ist natürlich immer blöd, wenn du Verletzungen hast und weil das immer wieder eine gewisse Zeit braucht. Und wenn es vielleicht so 2, 3 Wochen sind, geht das noch. Aber wenn es natürlich eine Verletzung da ist, wo eine Operation nötig ist, das dauert dann viel länger, das wäre blöder. Aber jetzt so, glaube ich, können wir das gut handeln. Und es ist auch so, dass jetzt Pause ist. Und dementsprechend versuchen wir natürlich, diese Verletzung in den Griff zu kriegen, dass wir dann auch gut trainieren können und dass die Spieler dann, wenn es dann wieder weitergeht, alle mit an Bord sind. طبعا حاجة مش كويسة إن في إصابات، دي حاجة بتزعج أي مدرب. بالذات بقى كمان لما في إصابة مثلا محتاجة عملية تقعد 4 أسابيع. لكن انا هحاول ان احنا نستغل الفتره اللي جايه ان احنا نرجع المصابين تاني وان احنا كل اللعيبه تبقى موجوده معايا مره تانيه بنفس الحاله البدنيه. وده كويس ان فتره الاصابات موجوده، لكن احنا لغايه دلوقتي قادرين رغم الغيابات دي قادرين نتعامل مع الموضوع وقادرين ان احنا نمشي بالفريق في نتائج كويسه رغم الغيابات. اتفضل اخر سؤال. لسه في حاجه؟ Wir bedanken uns natürlich auch nochmal dann für den Sieg. Wir haben gesehen, dann, dass die Mannschaft dann viel verbessert hat. Wir haben 4 Tore geschossen. Das ist im Gegensatz dann zum ersten Spieltag und zweiten Spieltag, wo wir nur 1 Tor geschossen haben. Heute hätte man 5, 6 Tore schießen können. Wie kann man dann, wie können wir dann dieses Problem dann lösen, dass so viele Chancen zu haben und nicht ins Tor? Und dann, wie können wir das dann mit dem Abseitsfalle nicht in den Abseits oft zu fallen? Ja, Tore zu erzielen, das ist für mich auf der einen Seite natürlich auch Qualität, auf der anderen Seite ist es auch Konzentration, ist das Anspannung, ist das der Wille auch, diese Tore erzielen zu wollen. تضييع الاجوان بيبقى فيه عوامل كتير، منها الكواليتي بتاع اللعيب، جوده اللاعب نفسه، في عنصر التركيز، عنصر ان انا ببقى شارد نفسي وانا بلعب، حاجات كتير جدا بتبقى ليها عناصر كتير عشان نحل المشكله دي، بس احنا هنحاول ان احنا نحلها يعني. شكرا.